Der erste Hehler der Himmelscheibe hatte der Staatsanwaltschaft den Fundort auf dem Mittelberg genannt und war mit uns, ich war selbst dabei, auf den Mittelberg gegangen und hatte uns sozusagen den Fundpunkt und das Raubgräberloch gezeigt. Kurz darauf haben die beiden Täter ein Geständnis bei ihrem Verteidiger abgelegt und uns den Hergang geschildert und ebenfalls das Raubgräberloch auf dem Mittelberg genannt, sodass wir nun wussten, wo der Fundort ist. Das war dann die Grundlage für Grabungen im Jahr 2002. Die Aussagen der Raubgräber bestätigten die Aussagen des ersten Hehlers und sie bestätigten die Annahmen, dass die Himmelscheibe und ihre Beifunde aus diesem Raubgrabungsloch kommen, das uns genannt wurde. Wir haben natürlich die Aussagen nicht geglaubt. Wir haben das Ganze forensisch überprüft. Und das will ich Ihnen heute an einigen Beispielen kurz schildern. Bei einer Ausgrabung gräbt man zuerst sozusagen den ganzen Befund, die Füllung negativ aus. Hier war natürlich der Hortfund nicht mehr da, aber dieses negative Ausgraben der Füllung ergab, dass wir die ganze Grube erfassen konnten. Und das war wichtig. Wir konnten sehen, dass zwar die Raubgräbergrube den ursprünglichen Grubenzusammenhang zerstört hatte, aber dass diese Grube nicht so groß war, dass es sich etwa um ein Grab handeln hätte können, sondern dass die Funde vermutlich relativ dicht lagen. Das sprach doch zum einen sehr für einen Hortfund. Zum anderen konnten wir an den Wänden der Raubgrabungsgrube Werkzeugspuren sehen und da die Polizei einen Hammer sicherstellen konnte, mit denen der Fund ausgegraben wurde und dieser Hammer, es war ja ein umgebautes Feuerwehrbeil, der perfekt in diese Spuren passten, so konnten wir zumindest diesen Teil der Geschichte bestätigen. Wesentlich wichtiger waren aber natürlich forensische Untersuchungen dahingehend, das Metall zu untersuchen, das aus der Himmelscheibe ausgewaschen wurde. Und zwar besteht ja die Himmelscheibe aus Kupfer, Zinn und Gold. Und das Kupfer und das Gold wurden über die Jahrtausende ausgewaschen und in dem geologischen Untergrund unter dem Befund sozusagen gespeichert. Etwas, das man unmöglich fälschen kann. Und Herr Professor Pernitzka hat diese Proben untersucht und hat diese Kupfer- und Goldkonzentration der Anreicherung festgestellt. Wir verdanken das auch dem fantastischen Grabungstechniker Herrn Keuki, der dort kubikzentimeterweise das Material beprobte, sodass man diesen Vorgang minutiös nachvollziehen kann. Es sei noch erwähnt, dass in dem Sediment, das entnommen wurde und das ursprünglich um die Himmelscheibe war, natürlich auch eine erhöhte Konzentration war. Allein das hätte schon ausgereicht, um die Aussage der Raubgräber vollständig zu bestätigen. Aber wir sind noch weitergegangen. Auf der Himmelscheibe selbst gab es noch massive Erdanhaftungen, die nicht abgewaschen waren, die mit der Himmelscheibe verbacken waren. Und diese Erde entnahmen wir. Das Gericht hatte uns aufgefordert, die Erde von der Himmelscheibe, einem Schwert und einem Beil zu entnehmen. Und das Gericht hatte das einem forensischen Spezialisten, einem Gutachter, Herrn Dr. Adam aus dem Landeskriminalamt Brandenburg zugestellt. Und das war sozusagen der Spezialist, der Korn für Korn vergleichen konnte und dann mit großer Sicherheit schon in seiner langjährigen Praxis sogar Mordfälle entschied. Ich hatte Herrn Professor Adam gefragt, wie die Übereinstimmung ist zwischen Himmelscheibe und Schwert, den wichtigsten Funden und dem Fundort. Und er sagte, das ist wie ein Fingerabdruck. Hier sind Sie in einem ganz hohen Bereich der Übereinstimmung. Also das passt perfekt zusammen. Sodass wir also sicher waren, die Himmelscheibe hatte nicht nur mit Gold- und Kupferspuren im Untergrund hinterlassen, sondern die Himmelscheibe und die Beifunde hatten sich sozusagen auch zusammen in der Grube befunden, da die Erdanhaftungen aus der Grube stammten oder aus den Wänden der Grube und sozusagen identisch waren untereinander identisch waren. Wir wussten also nun, die Himmelscheibe ist wahrscheinlich von diesem Punkt. Wir fanden natürlich noch andere Indizien, wie eine zerschlagene Wasserflasche, die einer der beiden Raubgräber konsumiert hatte und so weiter und so fort. Langer Rede, kurzer Sinn. Am Ende konnten wir mit hoher Wahrscheinlichkeit nachweisen oder mit höchster Wahrscheinlichkeit nachweisen, dass der Fund, der gesamte Fund aus dieser Grube stammte. Und das war ja überhaupt erst einmal die Basis, um den Fund zu datieren, denn die Scheibe aus sich heraus
kann man schlecht datieren und um den Fund sozusagen als Gesamtes mit seinem Fundort zu interpretieren. Dass der Fundort dann mit der Horizontastronomie, also mit der Peilung zum Kyffhäuser und zum Brocken auch noch perfekt passt, ist natürlich eine weitere Bestätigung, sodass wir aus dem Bündel der zahllosen Indizien sagen können, wir sind heute in Bezug auf den Fundort sicher. Das wäre vollkommen ausgeschlossen gewesen, wenn wir den Fund nicht kriminologisch in der Schweiz gewonnen hätten, sondern wenn wir hier etwa den Fund einfach nur angekauft hätten und eine dubiose Entdeckungsgeschichte mit möglicherweise falschem Fundort geglaubt hätten, wie das in vielen anderen Fällen der Fall ist. Die Himmelsscheibe ist also ein Glücksfall, den wir auch der Forensik verdanken, der Forensik der verschiedensten Fächer, die interdisziplinär und transdisziplinär zusammenarbeiten. Und warum die Himmelsscheibe solch ein Glücksfall ist, werden wir bei der Analyse des Bildprogrammes und beim Sprechen über die Himmelsscheibe in Zukunft noch sehen. Ich freue mich auf die nächsten Sendungen.